Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um Parfum, aber mal der etwas anderen Sorte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich bestelle einfach mal auf Instagram dieses Solid Cologne, was mir die ganze Zeit angezeigt wird. Und worum es sich hierbei handelt, ist ganz einfach Parfum in einer festen Form. Das bedeutet, das Ganze hat so eine wachsartige Form. Man kratzt das aus der Verpackung raus und trägt sich das dann an den Pulspunkten auf. Auf jeden Fall, ja, war ich sehr gespannt darauf, weil ich schon vor einer ganzen Weile mal was Ähnliches getestet habe, nämlich von der Bartpflegemarke Beard Brand. Und ich fand das eigentlich immer ganz cool, nur damals war das Problem, dass diese Sachen nicht so mega lange gehalten haben. Das heißt, du hast es aufgetragen und hast es dann für eine Stunde oder zwei gerochen, aber vergleichbar mit einem Spray-Parfum war das nicht so wirklich. Und aus diesem Grund war ich sehr skeptisch dieser Sache hier gegenüber, denn für mich ist eben die Haltbarkeit von einem Parfum einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Das muss einfach halten für mich, ansonsten werde ich es nicht tragen. Und genau, das war so einer der Punkte, warum ich das Ganze mir bestellt habe, einfach um das dann mal nochmal zu testen. Zunächst mal so ein paar Randdaten. Wir sprechen heute über das Moss Solid Cologne von Solid State Colognes. Heißt das, glaube ich? Ja, Solid State for Men, genau. Und das soll eben an Duftstoffen enthalten, Eichenmoos, Patchouli und schwarzer Pfeffer. Also würde ich sagen, ein relativ klassischer, maskuliner Duft mit einer gewissen Würze und Schärfe durch den schwarzen Pfeffer. Und ich finde, das Ganze ist erstmal wirklich sehr schön aufgemacht. Ich weiß, das ist nicht so mega wichtig, aber ich finde das schon ganz ansehnlich. Es wurde in so einer DHL Express-Tüte geliefert aus USA und ich dachte schon so, ob das so gut ankommt, aber tatsächlich ist die Aufmachung ein wahrer Traum und das eigentliche Solid Cologne ist dann in dieser Metallschachtel hier drin und hier hätte ich es wirklich schön gefunden, das muss ich an der Stelle sagen, wenn man das hier auch nochmal mit dem Parfumnamen versehen hätte, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich finde das ganz toll und bin ich so der Fan von Sprays und bestelle mir mehrere davon, dann ist es natürlich relativ blöd, wenn die alle gleich aussehen und ich nicht unterscheiden kann, was was ist, ohne daran zu riechen. Das macht das Ganze so ein bisschen unintuitiv, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das jeden Tag anwende. Vom Duft her ist das Ganze wirklich relativ klassisch. Es erinnert mich auch eher an so ein hochwertiges Bartöl. Also es hat was von Nadelwald und dieser ganzen Holzfäller-Thematik. Das ist wichtig, weil man bei den Duftnoten Patchouli und Eichenmoos vielleicht denken könnte, dass es sich um Fougère-artigen Duft handelt oder so diese Barbershop-Richtung. Das ist tatsächlich nicht der Fall und von der Duft-DNA her finde ich es auch relativ linear und relativ simpel gehalten. Also da hätte auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr kommen können, wenn ich ehrlich bin, und es hätte ein bisschen komplexer sein können. Aber da ist natürlich die Frage, wie das in so einer Wachsform oder in so einer festen Form überhaupt möglich ist. Von der Haltbarkeit her und von der Projektion her hat es mich dann aber doch überrascht, denn nach meiner negativen Erfahrung bei Beard Brand kann ich sagen, dass das hier genauso lange hält wie ein typisches Eau de Toilette. Also das kriegt schon seine 5-6 Stunden hin, ist jetzt aber nicht so ein übelster Beast-Mode-Duft, den du einmal aufsprühst und dann bleibt er den ganzen Tag oder sogar noch bis zum nächsten Tag. Also so krass ist es dann auch wieder nicht, aber von der Performance her auf jeden Fall zufriedenstellend. Dafür, dass man dafür irgendwie nur 50 Euro oder so dann bezahlt. Mein Fazit für dieses Solid State Cologne ist also durchaus positiv. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, das zu tragen, wenn ich mal einen unaufdringlichen Duft möchte, wenn ich einen unkomplizierten Duft möchte. Dann ist das Ganze wirklich sehr einfach und schnell anzuwenden und gibt auch eine solide Performance ab. Ob es jetzt ein langfristiger Ersatz für ein Spray Cologne ist, wage ich zu bezweifeln. Ich finde das ganz spannend, um das mal auszuprobieren, aber das ist jetzt meine Parfumsammlung teilweise ersetzen würde, das sehe ich wirklich nicht. Ich habe aber auch wirklich nur dieses Moss ausprobiert und nicht die anderen Düfte. Kann natürlich auch sein, dass die ein bisschen komplexer sind, aber ich wollte da jetzt nicht zu krass in Vorleistung gehen, weil ich einfach nicht wusste, ob mich das Ganze überzeugt. Das war jedenfalls meine Meinung zu dem Solid State Cologne. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt ja heute mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr sowas benutzen? Würdet ihr auf ein festes Parfum zurückgreifen oder seid ihr ein absoluter Verfechter von dem Spray Cologne? Schreibt das also gerne in die Kommentare. Vergesst den Daumen nach oben nicht und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.